So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, das letzte Aufnahme war in der Naturaufnahme. Wir sind jetzt auch schon ein paar Tage her. Aber heute ein Hallo an euch. Ich bin gerade unterwegs nach Hause. Ich komme gerade von der Therapie. Ich weiß, es ist momentan viel, wo ich drüber rede, aber es ist halt das, was mich halt gerade umgeht, ne? Und wie gesagt, ich komme gerade von da und ich habe mir heute vorgenommen, dass ich die halbe Strecke nach Hause laufe. Vielleicht laufe ich auch alles, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall die halbe Strecke. Und die führt nämlich ganz wundervoll am Wasser entlang und fliege. Ja, ich gehe jetzt wie gesagt schön nach Hause, ganz entspannt. Bin ja schon eine Weile zu Hause. Ich bin so kaputt, ne? Ich war richtig groggy. Aber naja, gut. Weil, also ich bin jetzt 1,5 Stunden nach Hause gelaufen. Mit Zwischenstopp beim Kaufland. Da sollte ich Chips für den Ehemann kaufen, weil es die bei unserem Rewe nicht mehr gab. Diese Robs Puffs da. Und die gab es bei uns jetzt nicht mehr. Aber beim Kaufland gab es die. Deswegen hätte ich jetzt beim Kaufland gekauft. Und den Kaffee habe ich mir halt geholt. Und ich habe noch von Billy Green Bratwürste gefunden. Die habe ich mal mitgenommen. Mal gucken, wie die sind. Das gibt es nämlich bei uns beim Rewe auch nicht. Genau. Und dann bin ich vorgelaufen und dachte so, ja, vielleicht fahre ich doch mit dem Bus. Die ist mir aber vor der Nase weggefahren. Und dann dachte ich so, ja gut, jetzt müsste ich so lange warten, dann kann ich auch nach Hause laufen. Also bin ich komplett nach Hause gelaufen, war dann 1:34 ungefähr unterwegs. Genau. Ja, und jetzt sitze ich hier. Ist gerade erstmal mein Wohnzimmertisch aufgeräumt, weil das war eine Katastrophe da drauf. Und jetzt überlege ich, was ich mache. Gegessen haben wir auch schon. Das ist so eine Mischung aus Kaputtsein und Fresskoma. Ich bin einfach groggy. Aber gut, ich glaube, ich werde jetzt erstmal ein Gründchen Fernsehen gucken und später noch lesen. Ja, und morgen muss ich ins Sanitätshaus und danach würde ich wahrscheinlich eine Runde spazieren gehen. Aber das entscheide ich morgen. Ich häkel ja gerade oder ich versuche zu häkeln. Im letzten Vlog habe ich ja die grüne Wolle gekauft. Ich war aber in der Zwischenzeit nochmal in einem Wollgeschäft und habe mir jetzt mal andere Wolle gekauft. Und will mir eine Mütze häkeln. Jetzt dachte ich am Anfang irgendwie, irgendwas mache ich falsch. Es war auch richtig, ich habe was falsch gemacht. Ich wurde dann aber netterweise auch aus der Community von Instagram aufgeklärt, was ich da falsch mache. Und habe das dann berichtigt. Ich habe dann jetzt wieder angefangen und dachte so, ja, jetzt habe ich es raus. Jetzt habe ich mir heute Morgen ein Video angeguckt. Was soll ich sagen? Das war wieder nicht richtig. Aber jetzt habe ich es wirklich verstanden, weil die hat das wirklich richtig gut erklärt und gezeigt. Und jetzt dürfte eigentlich nichts mehr schief gehen. Ich hoffe doch. Gut. Ich habe jetzt nämlich alles nochmal aufgetragen. Ich muss also nochmal von vorne anfangen. Macht aber nichts. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt erstmal mich ausruhen weiterhin. Weil ich bin wirklich K.O. Vielleicht mal einen Kaffee. Mal gucken. Aber jetzt passiert erstmal nicht viel. Einfach nur Chill-Modus. Okay.
Dann sehen wir uns vermutlich morgen wieder. Einen wunderschönen guten Abend an diesem Freitag. Ich wollte ja eigentlich gestern schon was aufnehmen, aber ich wollte ja gestern auch in die Stadt zum Sanitätshaus. Das habe ich aber nicht gemacht, weil ich A, keine Lust hatte und B, auch ganz schön kaputt noch immer war. Ich war zwar einkaufen, aber das war dann so das höchste der Gefühle an dem Tag. Jetzt ist es halt auch nicht gerade unwarm, das muss man halt auch einfach mal sagen. Und ich hatte bestimmt auch ein bisschen Elektrolytmangel, die ich aufgefüllt habe zwar jetzt wieder, aber wenn man halt so viel schwitzt, verliert man die ja direkt wieder. Also muss ich die Tage immer mal gucken, dass ich meine Elektrolyte immer schön auffülle. Und nächste Woche soll es ja Gott sei Dank wieder etwas kühler werden, also angenehmer von den Temperaturen. Ich finde die 31 Grad dann doch ein bisschen sehr warm, zumal ich halt ab 1 die Sonne hier drin habe und sie erst wieder weggeht, wenn sie untergeht. Und das ist halt echt lange und deswegen ist es hier drin auch echt warm. Wenn ich einen Ventilator anmache, habe ich hier quasi 200 Grad Umluft. Also, ja, ihr könnt euch bestimmt vorstellen, wie warm das hier drin ist. Naja, jedenfalls hatte ich heute auch nicht die Muße, wie gesagt, in die Stadt zu gehen. Und werde das vermutlich auf nächste Woche Dienstag legen, dass ich in die Stadt gehe zum Sanitätshaus. Es läuft ja nicht weg. So ist ja nicht. Es läuft ja nicht weg. Und deswegen habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Aber so generell muss ich sagen, bin ich so ein bisschen unzufrieden, gerade auch mit mir selber irgendwie. Und ich habe ständig irgendwelche körperlichen Auswirkungen, wie eben Neurodermitis, die sich ein bisschen verstärkt, oder auch, dass ich so komische Stellen im Mund bekomme. Es ist halt alles irgendwie mit Stress zusammenhängt und es ist nervtötend und ich möchte das nicht, aber gut, was kann man machen, ne? Ist ja hier auch die Neurodermitis hier oben in meiner Augenbraue. Ich habe sie nicht doll, aber ich habe sie und ich finde, es sieht halt einfach auch total doof aus. Und ja, ich bin momentan, wie gesagt, ein bisschen unzufrieden mit mir selber. Ich wirke vorhin tatsächlich vielleicht rausgegangen. Ich hatte mich angezogen, hatte mir ein Kleid angezogen, was ich mir im Frühjahr, glaube ich, gekauft habe für den Sommer. Und ich habe mich darin aber absolut nicht wohl gefühlt und habe dann ein anderes Kleid angezogen, in dem ich mich auch nicht wohl gefühlt habe und hätte mich am liebsten irgendwie in lang schwarz eingekleidet, um mich vor mir selber auch irgendwie zu verstecken. Und ich wäre aber einfach auch safe eingegangen draußen, muss man halt auch einfach mal sagen. Weswegen ich dann gesagt habe, gut, okay, es bringt alles nichts, Patty. Du bleibst jetzt einfach zu Hause, weil du dich auch einfach nicht wohl fühlst. Und deswegen bin ich dann halt auch, wie gesagt, heute nicht rausgegangen. Aber es rennt ja auch alles nicht weg. Sind wir mal ehrlich, es rennt nicht weg. Und ich muss halt ein bisschen an mir arbeiten. So ist es. Egal. Was erfreulich ist. Ich wollte eigentlich auch gar nicht mehr so viel darüber reden, dass es alles nicht so toll ist wie momentan. Eigentlich wollte ich immer fröhlich sein. Aber das wäre auch irgendwie nicht authentisch. Und zumal mich das halt auch gerade alles irgendwie ein bisschen mitnimmt irgendwie. Ja, egal. Ich habe ja erzählt, dass ich alles nochmal aufräumen musste vom Häkeln. Und ich habe ja jetzt wieder angefangen. Und es sieht richtig gut aus. Ich freue mich richtig, dass das so gut aussieht, ne? Soll ja eine Mütze werden. Und ja, die Seiten könnten vielleicht ein bisschen gerader sein. Aber ich sag mal so, bei so einer Mütze ist es ja jetzt auch eigentlich nicht so wichtig, dass die Seite gerade ist. Ich zeige euch mal, wie weit ich bin, okay?
Da ist es das gute Stück. Seht ihr, was ich meine? Das ist hier so ein bisschen ungerade. Es ist so ein bisschen, also hier habe ich eh irgendwie zu kurz gemacht, keine Ahnung. Und ich glaube, das kommt halt davon, weil ich, also dass es nicht so gerade ist, weil ich immer ein bisschen kleiner geworden bin. Weiß ich aber jetzt nicht so genau. Also bei der Seite ist es halt auch so. Aber hey, für das erste Stück, was es dann irgendwann mal hoffentlich fertig wird, finde ich, sieht das jetzt mittlerweile richtig gut aus. Ich habe diese komischen Rillen hier, so wie es halt sein soll. Und bin schon sehr zufrieden damit, muss ich sagen. Also sieht schon gut aus. Bin schon ein bisschen stolz drauf. Mal gucken, was wir dann als nächstes häkeln. Ja, auf jeden Fall bin ich schon ganz schön weit jetzt. Aber ich muss bestimmt noch mal das Doppelte davon häkeln. Ich habe jetzt ein bisschen Angst. Ich habe jetzt hier nicht mehr so viel Wolle auf der Rolle, wollte ich gerade sagen, in dem Knäuel. Und ich muss dann das zweite Knäuel anfangen. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich auf das nächste Knäuel komme. Also wie ich das einbaue. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Und ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Also halt das neue Knäuel da mit reinzumachen. Egal. Ich werde mir auf jeden Fall noch ein paar Videos so angucken müssen. Weil das wird nicht für die ganze Mütze reichen, ein Wollknäuel. Ich brauche noch ein zweites. Naja, gut. Ich werde mich hoffentlich gut genug erkundigen, damit meine Mütze auch am Ende wirklich eine Mütze ist. Gut. Ich werde jetzt vermutlich noch ein bisschen häkeln und nebenbei Fernsehen gucken. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Übrigens, ich werde duschen, deswegen ist es so komisch, das Haar. Weil ich bin halt eine Fluse. Übrigens habe ich noch nie so kalt duschen müssen, ne? Das war echt, wir haben irgendwie kein warmes Wasser. Ich weiß nicht warum, aber wir haben kein warmes Wasser. Ich habe noch nie so kalt geduscht. Das war wirklich sehr frisch. An diesen heißen Tagen. Ein bisschen erfrischend, aber auf der anderen Seite auch ganz schön kalt. Aber naja, gut. Wie gesagt, ich werde jetzt so häkeln, Fernsehen gucken und wir sehen uns dann morgen wieder, weil morgen wird es nochmal sehr warm. Also auf jeden Fall sehen wir uns morgen wieder. Vielleicht gehe ich morgen nochmal schnell raus. Ich weiß es noch nicht. Aber wir werden sehen. Bis morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist kurz vor 9. Ich konnte meine Uhr nicht mitnehmen, weil irgendwie war die plötzlich leer, obwohl die eben nur 50% hatte. Keine Ahnung. Bisschen komisch. Egal, richtig nervig ist auch, dass es eine Hosenbein ständig hochrutscht. Ich weiß nicht warum, aber in der weißen Hose rutscht immer seine Hosenbein hoch. Egal. Ich gehe jetzt, wie gesagt, zum DM. Ja, ist noch zu früh. Also im Moment ist es noch relativ kühl und angenehm, aber heute wären 31 Grad. Das ist nicht so meine Temperatur. Naja, gut. Also ich gehe jetzt fix zum DM und dann gehe ich wieder nach Hause. Und ich habe mich dann ein bisschen bewegt. Reden wir noch mal persönlich miteinander. Wir haben zwar heute schon persönlich miteinander geredet, aber da habt ihr ja nur meine Füße gesehen. Und ja, also es gibt Neuigkeiten. Ich musste ja gestern kalt duschen, ne? Ja, bei uns ist das warme Wasser wohl kaputt. Also fürs ganze Haus ist das warme Wasser kaputt.
Und also wir wissen nicht, also ich weiß zumindest nicht so genau, was da jetzt genau kaputt ist, aber es ist wohl irgendwie ein Fehler aufgetreten und deswegen gibt es kein heißes Wasser mehr bei uns. Und da hing dann heute auch ein Schild unten dran, und zwar, dass es kein heißes Wasser bis einschließlich Montag geben wird. Das ist ziemlich uncool, wie ich finde. Jetzt war tatsächlich wohl heute schon jemand da und hat sich das angeguckt, aber offenbar konnte der das nicht reparieren. Also bis Montag kein heißes Wasser zu haben, ist schon echt ein bisschen anstrengend. Also allein so wegen Abwaschen oder so, oder ich meine, gut, Spülmaschine und Waschmaschine machen das Wasser ja von alleine warm. Die haben da ja einen Heizstab drin. Aber so ohne heißes Wasser ist halt schon ein bisschen blöd, ne? So wegen Waschen und so. Also körperliches Waschen. Ich habe es ja gestern auch mit Kaltduschen geschafft, aber muss ich ehrlich gesagt nicht nochmal haben. Naja, egal. Heute ist es, wie gesagt, sehr warm. Es sind 31 Grad draußen. Ich habe auch eigentlich den Ventilator die ganze Zeit so laufen, aber wenn ich mit euch reden will, muss ich den ausmachen, weil sonst hört ihr mich einfach nicht, weil der ist sehr laut, der Ventilator. Der hat Power, aber der ist halt auch ein bisschen lauter dadurch. Genau, ich habe vorhin ja schon auf dem Balkon gesessen, habe ein bisschen meine Mütze gehäkelt und gegessen habe ich ja auch auf dem Balkon. Das fand ich ganz angenehm, da war die Sonne aber auch ehrlich gesagt noch nicht rum, ne? Jetzt ist die Sonne, ja, es ist brütend warm auf dem Balkon. Trotz Schirm und allem, aber ist halt klar, ne? Naja, egal. Was wollte ich noch sagen? Ach ja, ich habe ja meine Fingerchen jetzt noch gemacht. Tatsächlich sieht es fast so ein bisschen aus wie die alte Farbe, aber es ist tatsächlich diesmal kein Glitzer, aber so ein Rosé-Lila. Irgendwo habe ich total viele Nageltools. Ich weiß nur nicht wo. In irgendeiner Kiste sind die, aber frag mich mal. Ich müsste mal da genauer nachsuchen gehen. Genau, ansonsten gibt es jetzt auch nicht mehr viel zu erzählen. Ich muss das Video jetzt auch gleich noch schneiden, weil das ja morgen online kommen soll. Und deswegen lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da würde ich mich sehr drüber freuen. Ein Abo, falls du das noch nicht getan hast. Und dann sehen wir uns morgen am Montag wieder zu einem neuen Food Haul. Und ja, ich wünsche dir einen ganz bezaubernden Sonntag. Lass es dir gut gehen. Erhol dich, ruh dich aus, entspanne dich. Genieße noch mal ein bisschen das Wetter. Nächste Woche soll es ja Gott sei Dank etwas kühler werden. Ganz so heiß muss halt doch nicht sein, finde ich. So ein bisschen weniger wäre schon schön. Gut, wir sehen uns dann morgen wieder. Lasst es euch dolle gut gehen und bis ganz bald. Tschüss!